Also ich heiße Viktor Arlett, bin am 3. Januar 1929 geboren in Brünn, Travniki 37. Meine Eltern sind aus Olmütz und aus Prag. Ich habe meine Kindheit in Brünn verlebt oder erlebt. Und bin auch hier in die Volksschule gegangen und in die Gymnasium. Als der Krieg anfing, mussten wir zu den Pimpfen zuerst und dann zur Fliegerhj. Und ich habe die Fliegerhj gewählt, weil es die beste Möglichkeit war, für mich meine Sehnsüchte, die ich immer schon als Kind hatte, zu erleben. Und die kamen so, dass ich aus dem Garten meines Elternhauses die fliegenden Flugzeuge der tschechischen Luftwaffe immer wieder gesehen habe. Und die ersten Worte, die ich sagte, waren Flugzeug und Flieger und nicht Mama und Papa. Und das hat ziemliche Schwierigkeiten in der Familie auch gemacht. Diese Richtung habe ich immer eingehalten. Das Fliegen war von diesen Anfangsjahren geprägt und selbstverständlich habe ich Zeitungsberichte und Bücher gelesen von Elly Beinhorn und von den Polarfliegern und diese haben mir immer sehr imponiert und mein Vater, der hat auch gefördert, und zwar war das Sven Hedin, das ist die Seidenstraße, das ist aber nicht mit Fliegerei, aber das ist mit Fernreisen. Und Fliegen und Fernreisen, das war immer meine Grundidee. Und mein Vater war Montageingenieur und auch sehr viel in der ganzen Welt damals unterwegs. Und das hat wohl auch einen Teil dieser Anregungen gebracht. Ich wollte also Pilot werden und dazu war die einzige Möglichkeit in die Jugendbewegung, und das war damals die Hitlerjugend, zu gehen und in die Abteilung Fliegerhj. Diese wurde vom NSFK geschult und es begann mit Theorieunterricht jeden Donnerstag am Abend, weil wir ja dazu auch immer noch parallel in die Schule gegangen sind. Und nachdem die ersten Grundlagen gefördert waren und wir ein halbes Jahr in Werkstätten Holzarbeiten machen mussten und zugeschaut haben, wie geschweißt wird und wie die Flugzeuge gebaut sind, wurde dann an einem Wochenende der aktuelle Betrieb in Medlán begonnen. Dazu sind mein Freund und ich mit dem Fahrrad von Schwarzenfeldern hierher gefahren und hier war eben diese Flugschule. Und es standen sehr viele Schulgleiter, Gronau-Babys, Focke-Wulf 44, Heinkel 126 da und wir waren sehr beeindruckt. Es ging dann so weiter, dass Gruppen zu 12 Männern zusammengestellt wurden, das heißt Männer, es waren Kinder, wir waren 14 Jahre und wurden dann mit einem Schulleiter geschult. Und zwar einer war Pilot, 10 waren am Gummiseil, rechts und links 5 und 5, und einer hat die Auslöseklinke bedient. Und daneben stand der Fluglehrer. Die ersten Übungen waren Pendeln. Da stand der Schulleiter gegen den Wind. Wir waren angeschnallt, mussten den Helm haben und haben dann versucht, das Flugzeug in der Windrichtung
in die Horizontale zu halten. Zu dieser Zeit gab es noch keine Pendelböcke, die dann später auch benutzt worden sind. Wenn man das richtig gemacht hat, dann begannen die Gummiseilstarts. Wir haben hier angefangen und alle jungen Leute waren gleichgestellt. Sie mussten alle erst den Schulgleiter fliegen. Das war die A-Prüfung. Die A-Prüfung bestand aus 30 Flügen im Gesamten, davon 5 Prüfungsflüge. Sie mussten mindestens 10 Sekunden haben. Und geradeaus. Nachdem diese Flüge bestanden waren, musste man die B-Prüfung machen. Und die B-Prüfung bestand Windenschlepp ein bisschen und Gummiseil und S-Kurve vorausfliegen und sauber landen. Und wer das bestanden hat, musste dann die C-Prüfung machen. Und die war dann zum Teil auf Grunau-Baby und dann begann schon der Windenschlepp. Dann mussten alle, die das bestanden haben, den L1 machen, den Luftfahrerschein. Und der bestand in Flügen im Kranich 2, erst mit im Doppelsitzer und dann Doppelsitzer im Flugzeugschlepp und Landungen selbstverständlich und Kreise fliegen und geradeaus fliegen und Überziehversuche machen und slippen und das Ganze. Und wer das bestanden hat, wurde dann von der Prüfungskommission eingeteilt für Jagdflugzeuge oder Lastensegler oder Motorflugzeuge oder Raketenjäger. Also das war so, hier in Medlan habe ich die B-Prüfung gemacht und dann sind wir in Zell am See gewesen und am Spitzerberg gewesen und eine Woche auch in Rana und haben dort die letzten Segelflugprüfungen gemacht. Im April 1945, am 2. April, kam ich nach Prag-Rosin. Und dort haben wir dann die Schulung für die Messerschmitt 163 begonnen. Und zwar mit Stummelhabichtfliegen und mit Theorie. Die Zeit vorher war nur das Elternhaus, mein Zuhause, wenn ich nach Rana gefahren bin, oder ein Lager, so ähnlich wie hier, in Zell am See oder am Spitzerberg. Und erst 1945, am 2. April, musste ich nach Rosin und dort waren wir dann praktisch, weil das ja mehr oder weniger geheim war, in dem Flugplatz eingegliedert. Diese Schulung dort war sehr spannend und endete dann am 20. April, weil es keine Energie mehr gab. Und wir mussten dann in Prag am Bahnhof Bahnpolizei machen. Und dann war das eben bis zum 5. Mai, wo dann die Revolution in Prag begonnen hat. Geplant war für die Gruppe, die in Rosin war, der Einsatz mit der Messerschmitt 163, und zwar wurden dazu
Piloten ausgesucht, die knapp 1,65 Meter waren und 60 Kilo gewogen haben, weil nur so leichte und kleine Personen in diesen kleinen Flugzeugen untergebracht werden konnten. Andere Freunde von mir, die wurden zur Lastenseglerschulung geschickt und andere Freunde von mir wurden eben zu den Jagdflugzeugschulungen geschickt, die dann aber auch aufhörten. Und die meisten von uns sind dann in den letzten Kriegswochen beim Volkssturm oder beim Militär eingesetzt worden und haben ihre Familien dann eben erst nach dem Krieg oder überhaupt nicht mehr getroffen. Den Modell zu sem začal lítat, ale co se pamatuju, von jenom měl tady malinký háček, kde tam ty gumy byly připraveny a to nebylo tam a tatík to vypínač nebyl a já jsem neviděl, že tam je taková špirála, kde se může dělat silnost od těch drátami. Also nach dem Krieg sind wir nach Bayern gekommen und ich habe von 1945 am 15. November bin ich in Erlangen angekommen und habe dort im Flüchtlingslager mit meiner Mutter und meiner Schwester die nächsten Wochen gelebt. Dann wurden die Sudetendeutschen und die Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Schlesien, die vor den Russen geflohen sind, auf die verschiedenen Städte aufgeteilt. Ich blieb in Erlangen und habe dann dort wieder mit der Schule begonnen und bin dort ins Gymnasium gegangen. Und weil ich Englisch konnte, habe ich bei der amerikanischen Armee, die zusammen mit der Luftwaffe ein Teil war, Dolmetscher gemacht. Und mir ging es dadurch eigentlich sehr gut. Das Fliegen war zu dieser Zeit für Deutsche absolut verboten und einige bekannte Freunde sind dann in den 60er Jahren in den 50er Jahren in die Schweiz gefahren und sind dort geflogen, aber das konnte ich mir nicht leisten, weil ich zu arm war. Ich bin dann erst 53 nach dem Abitur zu einem Praktikum nach Schweden gefahren und habe dort ein halbes Jahr gearbeitet und bin dort zum schwedischen Aeroclub gegangen. Und habe dann meine ganzen Prüfungen, weil ich keine Papiere hatte, wieder neu gemacht. A, B, C und L1 Prüfung. Und dieses Papier, auf das bin ich sehr stolz, das habe ich immer noch. Anschließend habe ich dann das Studium begonnen in München und habe dann auch in München dann ab 1953 durfte man wieder fliegen, mit deutschen Segelfliegern angefangen zu fliegen. Nach dem Krieg war der Schulleiter fast nicht vorhanden, aber es begannen dann die Firma Scheibe verschiedene Flugzeuge zu bauen und die haben wir dann benutzt. Hallo. Tak, jste chycený. A teď nůžka má pryč od domů. 1957 habe ich dann den Motorflugschein gemacht und bin beim Deutschen Aeroclub gewesen. Und seit dieser Zeit fliege ich Segelflugzeuge und Motorflugzeuge. Und weil ich durch den Beruf von Siemens als Montageingenieur und Troubleshooter in der ganzen Welt war,
habe ich immer wieder Kontakte mit Aeroclubs in Schweden, Frankreich, Italien, Japan, Amerika gewonnen und sie haben mir überall ganz wunderbar geholfen. Und als dann 1998 die Grenze zwischen der Tschechoslowakei und dem Westen auch offen war, bin ich dann in Prag gewesen und habe dem Prager Museum geholfen, Bücker-Flugzeuge zu restaurieren und in den Originalzustand zu bringen. Und seit dieser Zeit habe ich auch die sudetendeutschen Segelflieger getroffen, die mich dann eingeladen haben und mit gesagt haben, dass in Rana Ranai eben wieder Treffen sind und die Segelfliegerfreunde von Ranai haben von sich aus in die ganze Welt Briefe geschickt und haben die Piloten gesucht, welche dort geflogen sind. Und da sind auch sehr viele, die noch gelebt haben, gekommen und wir haben dort sehr viele schöne Tage erlebt. Und der Grund, warum ich heute hier in Medlan bin, ist, weil es das Jubiläum ist und das ist mein 72-jähriges Jubiläum meines Erstfluges, der auch in Medlan stattgefunden hat. Tak jo, patřím. Tak já čekám, až to bude uzemně a pak to... Martina, už běž. Běž. Je to čím dál lehčí. Der hat fertig!